Hallo zusammen, Matthias hier vom YouTube-Kanal Männerbart und heute schauen wir uns die Braun Series 3 mal etwas genauer an. Braun macht uns das Leben nicht wirklich einfach. Allein innerhalb der Braun Series 3 gibt es über 20 verschiedene Modelle, die alle ungefähr gleich klingen, irgendwelche Zahlenkombinationen haben, irgendwelche Kürzel haben, CC, S, whatever. Dazu kommt, dass es ja nicht nur die Series 3 gibt, sondern auch noch die Series 5, 7, 9 und weitere verschiedene andere Modelle. Dieses Video dient euch einfach dazu, dass ihr die Unterschiede innerhalb der Series 3 erkennt und wisst, welches Gerät das für euch beste ist. Wir wollen euch helfen, das für euch beste Gerät zu finden. Und vielleicht ist dieses Gerät auch kein Gerät der Series 3, sondern der Series 5 oder 7 oder vielleicht sogar ein ganz anderes Gerät von einem anderen Hersteller. Kurz zu uns. Wir haben das Gerät und auch alle anderen Geräte, die wir testen, selbst mit unserem eigenen Geld gekauft. Wir haben keinerlei Verbindung zu Braun, Philips oder irgendeinem anderen Rasiererhersteller. Wir betreiben aber seit 2-3 Jahren verschiedene Online-Portale rund um die Themen Rasur und Bartpflege und wissen daher so grob, von was wir hier sprechen. Was erwartet euch in dem Video? Als nächstes schauen wir uns mal den Rasierer hier exemplarisch für die Braun Series 3 an. Danach werde ich euch die vier verschiedenen Subkategorien innerhalb der Braun Series 3 vorstellen, sodass ihr die Rasierer schon mal grob untergliedern könnt. Danach gibt es ein paar Worte zum Thema Akku und vor allem auch zur Reinigungs- und Ladestation, gefolgt von einem Fazit, wo ich dann auch auf die Rasurleistung eingehe. Wie macht sich denn so ein Braun Series 3 Rasierer im Alltag? Wie ist er im Vergleich zu den Alternativen, zu den anderen Series, zu anderen Rasierern, die es auf dem Markt gibt? Und lohnt es sich einfach, so ein Ding zu kaufen? Das war's. Schauen wir uns das Gerät mal genau an. Ein älteres Modell ist es jetzt ein 390cc4, aber stellt gut die Gemeinsamkeiten der Series 3 dar. Ich meine, die wichtigste Gemeinsamkeit ist das Share-Element. Der Share-Kopf hier, das ist bei allen gleich. Bei der Series 3 gibt es hier drei verschiedene Share-Elemente. Es gibt einen Trimmer bei fast jedem Gerät der Series 3. Und das war es eigentlich schon. Ihr habt einfach mal einen ersten Blick bekommen, wie so eine Series 3 aussieht. Es liegt auf jeden Fall gut in der Hand, ist, denke ich, wertig verarbeitet und wirkt nicht billig. Obwohl die Series 3 natürlich eher das Einsteigermodell der Braun Elektrorasierer darstellt. Jetzt haben wir also ein Gerät der Braun Series 3 gesehen. Jetzt geht es darum zu verstehen, in welche Kategorien man die Geräte grundsätzlich unterteilen kann. Hier gibt es aktuell vier Kategorien, die werde ich kurz aufzählen und dann schauen wir uns jede Kategorie im Detail an. Es gibt den normalen Braun Series 3 Rasierer ohne Extras, ohne Gimmicks, ohne besonderen Namen. Dann gibt es den Braun Series 3 Pro Skin Rasierer. Darauf aufbauend gibt es den Braun Series 3 Pro Skin Shave and Style Rasierer und zu guter Letzt den Braun Series 3 Cool Tech Rasierer. Das sind so die vier Namen, die man im Hinterkopf haben sollte. Ihr werdet gleich erfahren, was es mit dem Namen auf sich hat. Innerhalb der Kategorien gibt es dann meist noch die Unterscheidung zwischen mit Reinigungs- und Ladestation oder ohne. Braun nennt es Clean and Charge, abgekürzt mit CC. Und die werden wir uns dann im Anschluss auch nochmal genauer anschauen, damit ihr wisst, ob sie sich lohnt und wenn ja, für wen sich diese Reinigungsstation lohnt. Jetzt kurz ein paar Informationen zu dem Braun Series 3. Ohne Extras. Series 3 ohne Extras heißt auf Hochdeutsch oder auf Fachdeutsch heißt der Braun Series 3 300S. Kostet derzeit etwa 37 Euro, ist damit so die günstigste Variante der Braun Series 3. Kommt allerdings nur mit einem Share-Element und ohne Trimmer daher. Natürlich habt ihr auch ein Ladekabel und eine Schutzkappe, aber sonst keinerlei Extras. Es ist wirklich nur ein sehr minimales Gerät, das einfach als Trimmer dient. Sicher keine schlechte Variante, allerdings werdet ihr den Trimmer vermissen, falls ihr nicht sowieso einen Barttrimmer zu Hause habt. Denn wenn man von einem längeren Bart, von einem 3- oder 5-Tage-Bart glatt rasieren will, ist es mit diesem Share-Element sehr mühselig und auch etwas schmerzhaft. Da lohnt es sich wirklich, den Trimmer auszufahren und einfach schön ordentlich vorzurasieren und wirklich runter zu trimmen und dann erst den letzten Rest mit dem Share-Element zu machen. Die Option fehlt euch hier einfach, weswegen ich das Gerät nicht unbedingt empfehlen würde. Allerdings, wie gesagt, für Einsteiger, die wirklich ein sehr kleines Budget haben, eine gute Option.
Es gibt auch keine Reinigungsstation, zu der kommen wir dann aber getrennt später nochmal. Machen wir weiter mit dem beliebtesten Modell der Braun Series 3, den Braun Series 3 Pro Skin Modellen. Braun Series 3 Pro Skin. Wer ein bisschen Englisch kann, weiß, es geht hier darum, die Haut ein bisschen besser zu schützen. Das schafft der Pro Skin dadurch, dass hier in dem Mittelelement ein gewisses Feature, ein gewisser Kamm mit eingebaut wurde, der es euch ermöglicht, auch querstehende Haare besser zu erfassen und auch allgemein die Rasur ein bisschen angenehmer macht. Deswegen Pro Skin. Innerhalb von den Pro Skin Modellen gibt es 11 verschiedene Varianten. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Letztendlich gibt es nur 3 Fragen, die man sich stellen muss. Will ich eine Reinigungsstation? Ja oder nein? Welche Farbe möchte ich? Und lege ich Wert darauf, wie diese LED-Leuchten angezeigt werden oder will ich sonstige Extras haben? Also das Grundgerät ist bei allen 11 Varianten gleich. Es geht nur um diese Fragen. Ich werde es jetzt hier nicht genau vorstellen. Falls ihr wirklich jedes Modell im Überblick haben wollt, habt ihr weiter unten einen Link. Dort seht ihr zu jedem Modell die genauen Einzelheiten. Ihr versteht dann den Unterschied zwischen einem 3010S und einem 3030S zum Beispiel. Aber das würde jetzt hier einfach das Video sprengen. Preislich starten die Pro Skins bei so 70 Euro derzeit. Wie gesagt, der Preis schwankt ständig. Kommen natürlich mit dem Präzisionstrimmer und eben diesem extra Feature, das die Rasur ein bisschen angenehmer machen sollte, daher. Es gibt auch eine Version mit Clean and Charge, mit der Reinigungsstation, liegt derzeit so bei 120 Euro. Ist wahrscheinlich das Bestseller-Modell der Braun Series 3 und ja, würde ich dem Otto Normalbürger empfehlen. Wie gesagt, der Präzisionstrimmer ist wirklich gut und man merkt auch einfach ein bisschen den Unterschied von diesem kleinen Extra am Share-Element, das die Rasur ein bisschen angenehmer macht. Deswegen lohnt sich da der Aufpreis, obwohl es quasi fast das Doppelte kostet, lohnt es sich da einmal ein bisschen mehr zu zahlen, damit man dann langfristig ein besseres Gerät hat, wenn man sich denn überhaupt entscheidet, zur Braun Series 3 zu kaufen. Als nächstes kommen wir direkt zum Braun Series 3 Pro Skin Shave and Style. Ganz simpel, es ist der Pro Skin Rasierer, allerdings mit verschiedenen Aufsätzen, Trimmaufsätzen, die es einem ermöglichen, auch einen Bart zu trimmen. Das heißt, wenn ihr mal einen 3-Tage-Bart, einen 5-Tage-Bart, einen längeren Bart haben wollt, habt ihr verschiedene Aufsätze, die könnt ihr draufstecken und dann so auch einen längeren Bart gestalten. Das Coole ist, der kostet momentan, wie gesagt, die Preise schwanken sehr stark, nicht mehr als die Variante ohne die Aufsätze. Das heißt, ihr habt denselben grundlegenden Rasierer, allerdings noch Aufsätze quasi kostenlos mit dazu. Klingt im ersten Moment ganz cool, kann man auch machen, allerdings sind die Aufsätze einfach nicht gut. Kauft euch da lieber, wenn ihr wirklich einen Bart haben wollt, kauft euch da einen Barttrimmer, die kosten auch 30, 40 Euro. Auch da haben wir Videos und Artikel dazu. Und damit werdet ihr viel, viel mehr Spaß haben, als mit dem Elektrorasierer, der irgendwie mit Aufsätzen dazu gemacht wird, einen Bart zu trimmen. Ihr könnt auch die Amazon-Rezensionen lesen, das ist nicht nur meine Meinung, es ist wirklich tatsächlich so, dass es sich nicht lohnt, dieses Kombimodell wirklich wegen diesen Trimmaufsätzen zu kaufen. Nur so als Hinweis, dass euch das einfach bewusst sein muss, dass ihr da beim Trimmen wenig Spaß haben werdet. Das war also der Braun Series 3 Shave and Style. Zu guter Letzt gibt es noch den Cool Tech. Die starten so bei 100 Euro rum, mit der Reinigungsstation dann wieder ein bisschen drüber. Und Cool Tech, auch hier wieder, wer dem Englisch mächtig ist, es geht um die Kühlung. Hier ist es einfach so, dass das Share-Element abgekühlt wird und dadurch die Rasur ein bisschen angenehmer wird. Das Ganze ist cool, es funktioniert auch, also es ist wirklich cool, wenn man sich rasiert, man merkt da den Unterschied, hat allerdings einen großen Nachteil. Erstens, das Gerät ist ein bisschen klobiger und schwerer und zweitens, und das ist der große Nachteil, diese Kühlleistung wird durch den Akku versorgt. Wenn ihr mit eingeschalteter Kühlung arbeitet, hält der Akku nur super kurz, ich glaube 15 Minuten oder so. Ohne Kühlung hält der Akku 50 Minuten. Das heißt, es ist einfach ein Riesenunterschied. Und das macht das Gerät in meinen Augen nicht empfehlenswert, um ehrlich zu sein. Kauft euch da lieber eins ohne diese Kühlung, wenn ihr euch richtig
rasiert, habt ihr da auch ohne Kühlung keine Probleme und spart euch da die extra Kosten und spart euch die nervige Sache mit dem Akku. Vor allem, wenn ihr unterwegs seid und dauernd den Akku nachladen müsst, ist es meiner Meinung nach nicht wert. Das war's zu den vier grundlegenden Unterscheidungen. Ich wiederhole es nochmal: den einfachen Series 3 ohne Extras, dann den Pro Skin Shave and Style mit den Trimaufsätzen und dem Cool Tag. Preislich nochmal ohne Extras bei ungefähr 40, Pro Skin bei ungefähr 70, 75, mit Aufsätzen derzeit auch bei ungefähr 75 und der Cool Tag bei ungefähr 100. Jetzt habt ihr ja die Basics kennengelernt. Jetzt schauen wir uns an, was es mit dieser Reinigungs- und dieser Ladestation auf sich hat. Die kostet ungefähr 30, 40 Euro mehr. Und ja, die Frage ist, lohnt es sich? Schauen wir uns die Reinigungsstation mal genauer an. Die Reinigungsstation wird von einer Reinigungskartusche, die hier unten drin ist, gereinigt. So kann man das zumachen. Man sieht hier so eine kleine Leiste, wenn die Reinigungskartusche leer wird. Und wann man sie nachfüllen muss. Und damit kommen wir schon zu der Sache. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Die Reinigungsstation alleine kostet so 30 bis 40 Euro mehr, je nach verschiedener Kategorie. Die Kartusche hält ungefähr 30 Reinigungszyklen. 5 Kartuschen kosten ungefähr 18 Euro gerade. Sagen wir 20 Euro, damit es einfach zu rechnen ist, 4 Euro pro Kartusche. 4 Euro für 30 Reinigungszyklen ist jetzt nicht wirklich teuer pro Reinigung. Braun schlägt vor, die sind natürlich nicht dumm, dass man nach jeder Rasur den Rasierer reinigt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie gut diese Reinigung wirklich ist und ob sie sich dann dementsprechend diese Reinigungsstation auch lohnt, ob ich die euch empfehlen würde. Ich denke, man sieht hier, dass der Rasierer wirklich, ja, benutzt wurde, dass da Haare drinnen sind. Ich habe jetzt extra nichts irgendwie mit Wasser abgewaschen, obwohl dann natürlich komplett wasserabwaschbar wäre. Und wir werden jetzt den einfach hier in diese Kartusche reinstecken und schauen, was passiert. Dazu muss ich die Kartusche erstmal an Strom anschließen. Das dauert jetzt einen Moment. Ihr könnt den Rasierer übrigens direkt im Rasierer laden oder eben über diese Station. Ich habe die Station jetzt mal an Strom angeschlossen, angeschaltet. Wie ihr hören könnt, arbeitet es jetzt gerade. Ihr hört, es ist nicht lautlos. Es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen laut, aber es ist auf jeden Fall hörbar. Und ich lasse es jetzt einfach mal komplett einen Waschgang durchlaufen. So, wir haben jetzt mal einen Zyklus gesehen. Es gibt mehrere Zyklen. Insgesamt dauert der Prozess jetzt, hat ungefähr 3 Minuten gedauert. Der Prozess dauert immer noch an. Das sieht man darin, dass dieses orangene Licht blinkt. Ich kippe das mal ein bisschen. Und zwar nach dem Reinigen muss man es 4 Stunden lang trocknen lassen. Was natürlich eine Hausnummer ist. Man sieht auch hier schön, dass der Rasierer gerade geladen ist. Da ich jetzt keine 4 Stunden warten will, zeige ich euch einfach mal das Reinigungsergebnis. Ich nehme den mal raus, nehme hier ein Tuch, weil er doch noch ein bisschen feucht ist. Getrocknet und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Innenleben aussieht. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber ich bin eigentlich echt sehr zufrieden. Ich denke, ja, es hat wirklich sich um die Härchen gut gekümmert. Gerade jetzt, wo er nass ist, sieht man noch, dass ein paar da hängen. Aber im Vergleich zu dem, was es davor war, ist es wirklich, denke ich mal, eine gute Lösung. Ich stelle mal einfach wieder rein. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ich denke, es ist cool.
Ich denke, es ist gut, man kann ihn einfach reinstellen. Die Station sieht einigermaßen gut aus. Man muss sich null um die Reinigung kümmern. Allerdings hat man hier natürlich Folgekosten, die man vermeiden kann, wenn man ihn einfach manuell reinigt, entweder unter fließendem Wasser und vielleicht einmal im Monat mit Alkohol oder sonstigen. Das ist also quasi wirklich nur ein Luxus, der je nach Variante ein paar Euro mehr kostet einfach. Ich denke, man kann sich den Luxus gönnen, es liegt aber wirklich an euch überlassen. Das war's von der Vorstellung. Kommen wir nun zu einem Art Fazit, wo ich das nochmal zusammenfasse und auch vor allem die verschiedenen Serien etwas ein bisschen besser vergleiche. Kommen wir zum Fazit, zum Ende des Videos. Und hier muss ich noch etwas erwähnen über die Rasurleistung, das wir bisher ignoriert haben. Die Rasurleistung ist überraschend gut. Gerade auch im Vergleich zum Braun Series 9, der ja deutlich, deutlich teurer ist, kann das Gerät von der Rasurleistung eigentlich mithalten. Allerdings muss man grundsätzlich sagen, auch die ganz modernen Elektrorasierer sind keine Wundermaschinen. Wenn man einen längeren Bart hat, muss man ihn auf jeden Fall vortrimmen, um ihn dann nur die letzten paar Millimeter mit dem Elektrorasierer zu rasieren. Deswegen haben die Geräte auch meistens einen Langhaartrimmer. Macht man das nicht, das ist sehr unangenehm, dauert ewig und man wird frustriert sein. Das muss einem einfach bewusst sein. Man darf das Gesicht außerdem nicht vor der Rasur waschen, sondern erst danach. Desto trockener, desto besser. Halt den Rasierer immer brav in 90 Grad und zieht die Haut, damit sie ein bisschen straffer ist, um das Rasurergebnis zu verbessern. Wie gesagt, der Braun schlägt sich gut, aber man muss einfach wissen, dass selbst die Series 9 ist keine Wundermaschine. Selbst da ist es nicht so, dass man so macht und alle Haare ab sind. Man muss teilweise mehrfach über dieselbe Stelle gehen. Ist auch beim Braun Series 3 so. Gerade am Hals gibt es Stellen, die einfach schwer erreichbar sind, die super nervig sind. Man zieht immer noch 2, 3 Haare, die dort bleiben und geht 1000-mal drüber, bekommt sie nicht ab. Das sind so einfach Sachen, die gehören dazu, wenn man sich mit Braun elektrisch rasieren will. Dennoch würde ich sagen, es ist eine sehr glatte Rasur, ist auch eine sehr angenehme Rasur. Großer Vorteil gegenüber zu einem Nassrasierer ist einfach, man kann drauf los rasieren. Man muss sich nicht einschäumen oder Rasierschaum benutzen, es geht gleich los. Es ist wirklich, wie gesagt, glatt und es ist auch angenehm. Es tut nicht weh, man kann sich eigentlich nicht schneiden, je nach eurer Haut kann es sein, dass es ein paar Rötungen gibt, vielleicht sogar ein paar Pickel. Bei mir ist es, obwohl ich eigentlich denke, eine relativ empfindliche Haut habe, jetzt auch nach mehreren Wochen eigentlich nichts Wirkliches aufgefallen. Es wird ein bisschen rot, es geht nach ein paar Minuten weg. Deswegen, ja, man kann damit zufrieden sein. Aber nochmal, es ist kein Zaubergerät, es geht nicht von alleine. Man muss teilweise mehrfach drüber gehen. Es ist nicht super, super glatt. Nicht so glatt wie ein Nassrasierer. Das sind einfach Sachen, die euch bewusst sein müssen. Ihr habt einfach einen Vorteil der Bequemlichkeit, indem ihr einfach drauf loslegen könnt, ein paar Minuten, ihr seid fertig. Rasiert euch damit täglich oder spätestens alle 2 Tage, sonst wird der Bart zu lang und es dauert dann auch zu lange, wieder kurz zu bekommen. Ist einfach nervig. Täglich Rasur, 1, 2 Minuten, 3 Minuten vielleicht, ihr seid fertig und seid immer einigermaßen glatt rasiert. Alternative war auch der Philips OneBlade, der rasiert nicht ganz so glatt und man muss die Klinge nachkaufen, hat andere Nachteile, da gibt es auch ein eigenes Video dazu, aber könnte man auch im Hinterkopf bewahren. Deswegen, wenn ihr mit all dem leben könnt, was ich euch gerade genannt habe, dann seid ihr mit den braunen Elektrorasierern allgemein gut aufgehoben. Die Frage ist jetzt natürlich, welche der verschiedenen Series ist die richtige für euch? Auch dazu haben wir ein eigenes Video, wo wir die verschiedenen Series miteinander vergleichen und euch sagen, was für euren Bedürfnisse, für euren Geldbeutel das beste Gerät ist. Wir haben auch zu jeder Series ein eigenes Video, so wie zu dieser Series 3. Alles findet ihr hier drunter auf YouTube verlinkt. Dennoch eine kurze Einschätzung. Braun Series 5 würde ich nicht nehmen. Warum? Der einzige Unterschied ist, dass das Share-Element makrobeweglich ist. Das heißt, ihr könnt es leicht anpassen. Klingt nach einer Spielerei, ist meiner Meinung nach auch eher eine Spielerei, hat keine wirklichen Vorteile, man kann es auch so den Rasierer anders halten und ähnliche Effekte erzielen. Des Weiteren ist das Gerät einfach ein bisschen klobiger, hat aber dasselbe Share-Element und ist etwas teurer. Deswegen
Braun Series 5 würde ich euch nicht empfehlen. Braun Series 7 ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Gerät, liegt aber allerdings preislich, wie gesagt, die Preise ändern sich ständig sehr stark. In einem komischen Spot kostet nämlich fast so viel wie die Braun Series 9, wo ich euch dann vielleicht doch eher die Braun Series 9 empfehlen würde. Aber Braun Series 7 ist auf jeden Fall eine gute Alternative, kostet allerdings zwischen 170 und 200 Euro. Man kann also sagen, grob das Doppelte wie so ein Braun Series 3 Gerät. Wenn ihr das Geld habt, dann kauft es euch. Ihr habt ja etwas, was ihr wirklich jeden Tag nutzt. Und das ist dann schon nicht schlecht, wenn man täglich den Unterschied merkt und einfach täglich ein etwas besseres Gefühl hat. Wie gesagt, die Rasurleistung ist bei beiden sehr gut. Der Unterschied, oder so gut, wie es halt eben bei den Elektrorasierern ist, der Unterschied ist einfach, dass die Haut sich noch besser anfühlt mit der Series 7, ist weniger gereizt. Und das sind so meine Feststellungen. Es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, damit sich zu rasieren. Und das ist wirklich etwas, was ich im Hinterkopf behalten würde, dass man da vielleicht zur Braun Series 7 greift. Braun Series 9 kommt auf den Preis an. Wenn der Preis ähnlich ist wie der zur Braun Series 7, kann man auf jeden Fall auch zur 9er greifen. Wenn nicht, greift zur 7, dann werdet auch da glücklich sein. Aber auch die 3er, sage ich mal, Einsteiger Series ist da wirklich von der Rasurleistung her ganz gut, hat nur leichte Abstriche bei der Hautschonlichkeit, Hautschonung, wie man es auch immer nennen mag. Aber allgemein macht ihr mit der Series 3 auch nichts falsch. Welches Gerät der Series 3 würde ich empfehlen? Ich würde, wie gesagt, den ProSkin empfehlen. Ich persönlich mag auch die Reinigungsstation, würde da eher zum CC greifen. Das liegt euch überlassen. Wie gesagt, das war jetzt ein relativ langes Video mit vielen Informationen. Alles findet ihr hier nochmal drunter in Textform, in aller Ruhe. Ihr findet, wie gesagt, noch verschiedene Videos in anderen Series hier drunter. Ich weiß, das ist viel Information, ich weiß, es kann verwirrend sein, aber wie gesagt, mit dem Braun Series 3 ProSkin macht ihr eine solide Entscheidung, wenn ihr nicht Wunder von so einem Elektrorasierer wartet, weil Wunder können auch die Dinger nicht. Man muss mehrfach drüber gehen. Es ist gerade im Hals teilweise nicht super gründlich, das muss einem einfach bewusst sein. Zu kurzer letzter Tipp, schaut euch die Amazon-Bewertungen der Geräte an. Manchmal ist da einiges gefälscht, ist zumindest mein Eindruck. Aber man kann sagen, alle Geräte liegen da zwischen 4 und 4,5 Sternen, sind meistens ganz gut. Die Leute, die sich beschweren, sind meistens Leute, die sagen, früher war alles besser. Mein alter Braunrasierer von 1970 war so super und inzwischen ist alles Quatsch. Weiß nicht, wie ernst man solche Kommentare nehmen kann. Was allerdings auffällt, dass es relativ häufig ist, dass die neueren Generationen ein bisschen schlampiger verarbeitet sind, dass das Share-Element vielleicht doch nicht die versprochenen 18 Monate durchhält, sondern schon etwas früher Schluss macht, ist für uns schwer zu beurteilen, weil wir einfach keinen Test über 18 Monate machen können. Lest es einfach in Ruhe durch. Wie gesagt, Links nochmal alle unten drunter. Jetzt bin ich wirklich ruhig. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, die sind super wichtig. Und falls ihr mehr Videos, mehr zum Thema Rasur, Bartpflege wissen wollt, dann abonniert einfach unseren Channel. Macht's gut, schönen Abend noch.